So, meine lieben Freunde, ihr habt es wahrscheinlich im Thumbnail schon gesehen. Heute haben wir was ganz Verrücktes am Start. CNFashion.co, eine wunderbare Seite, um Replikaschuhe zu kaufen. Und auch hier wieder was sehr Interessantes drin. Ihr seht es schon, das sind kleine Schuhe. Ihr habt es wahrscheinlich im Thumbnail auch schon gesehen. Erstmal hier ist CNFashion.co, Link zu der Seite in der Videobeschreibung. 3x, das sind alles super. Hier haben wir wirklich ein kleines Paket bekommen. Und was sehr interessant ist, ich dachte mir, also falls ihr Kinder habt, was ich bei 80% meiner Zuschauer mal bezweifeln werde, aber falls das der Fall sein sollte, könnt ihr hier auf der Seite auch Kinderschuhe holen, aber was sich in dem Alter auch nicht lohnt, weil die wachsen dann so schnell raus, dass man eigentlich nur sein Geld verbrennt. Aber ist natürlich auch eine tolle Sache, wenn man sie denn danach in sein Regal stellen kann, ist auch eine tolle Erinnerung. Aber auch für euch, ich habe das jetzt persönlich für mich geholt, weil dekomäßig finde ich so Sachen sehr cool, wenn man die einfach in sein Regal stellen kann. Ich habe hier ein großes Schuhregal und ich finde das cool. Ja? Ich stelle mir das so vor, ich habe hier den Karton. Erstmal, das sieht natürlich toll aus und da drauf dann diese kleinen Babyschuhe, die hier dann gleich drin sind. Das kann schon so dekomäßig auf jeden Fall einiges hermachen und daneben dann gleich sozusagen das Paar in der Originalgröße. Das kann sehr cool sein. Also falls ihr auf der Suche seid, fand ich das eine coole Idee. Also falls ihr euch fragt, wozu macht er jetzt das Video, genau dafür. Weil ich finde, das ist also einfach eine Art Deko-Sache. Und so teuer sind die Schuhe auf der Seite auch gar nicht. Das lohnt sich auf jeden Fall, falls man sagt, ey, komm, ich habe Geld über. Ich gönne mir was. Ich mache das hier einfach dekomäßig und nehme mir diese beiden Schuhe hier. Zack, und stelle sie mir so einfach in mein Regal. Und falls ich dann mal irgendwann Kinder haben sollte, später im Alter, dann werde ich diese Schuhe meinen Kindern geben. Das ist dann eine tolle Sache. So hier, einfach so im Regal stehen. Und die sehen ja auch süß aus. Also da kann ja keiner was sagen, oder? Das ist interessant. So, erstmal so viel dazu. Packt ihr erstmal wieder zurück. Das wird jetzt auch gar nicht allzu ein langes Video. Ich fand es aber auf jeden Fall interessant. Vor allem, dass diese Seite auch hier so Babyschuhe verkauft. Das haben die lange Zeit nicht gemacht. Und wo meine kleine Schwester jung war, wollte ich ihr welche holen. Das war dann aber nicht möglich auf diesen Seiten. Jetzt ist das möglich, jetzt ist es aber auch schon zu spät. Aber wie gesagt, hier verschmutzt sie auch. Also hat das jetzt, was ich eine coole Sache finde. Weil die Schuhe sind ja auch nicht schlecht. Und die gibt es ja im Original auch in der Größe tatsächlich. Das ist schon sehr, sehr, sehr cool. Und wenn man einen Partnerlook machen will, die Schuhe gibt es auch größer. Also falls ihr jetzt ein Kind habt, was irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht sogar 10 ist. Nee, 6, 7, 8, 9. Ihr könnt da Schuhe in der Größe auf jeden Fall holen. Also müsst ihr einfach mal nachschauen wegen den Größen. Dann kann man da auf jeden Fall so einen tollen Partnerlook kreieren. So, ist hier vielleicht ein gleicher Magnet mit dabei. Wir haben hier nochmal, glaube ich, auch 60 Schnürsenkel mit dabei, warum auch immer. Aber das ist mit dabei, wenn das mal scharf wird. Schwarze, die Tüte, okay. Und sonst, was ist hier noch drin? Wir haben nochmal eine Tüte drin von Nike. Da sind die Schuhe anscheinend drin, in so einer Nike-Tüte hier. Ich habe keine Ahnung, wieso. Da unten gleich nochmal dieses Travis Scott, also Boxpaper, StockX-Sachen und Co. Ich packe das mal alles so wieder rein. Das ist bis auf den Magneten. Das ist natürlich hier mein Geschenk von CNFashion.co. Check die Seite aus, wirklich eine super Seite, wo ich schon sehr lange mit arbeite mit der Seite, da auch viele Rabatte bekomme, wenn ich die Schuhe kaufe. So wie auch bei diesen Schuhen. Das ist schon sehr, sehr, sehr cool. Wir haben hier wirklich ein sehr süßes Paar. Das soll ja gar nicht so ein langes Video werden, weil das ist halt ein kleiner Schuh und Qualität spielt hier schon eine Rolle, ja, aber wir wissen ja auch hier, das ist eine PK-God-Version. Also dass das hier genauso qualitativ ist halt wie der große Bruder von dem Schuh. Wir sehen hier überall, die Qualität ist gut, auch der Stick ist gut und das alles wirklich in ganz klein, also schon fast so Miniatur. Auch die Sohle hier mit dem Travis Scott, das ist super. Wir haben den Size-Tag innen drin. Das ist super, auch innen drin sieht alles super aus. Wir haben hier alles super. Made in Vietnam steht jetzt hier drauf, obwohl die Originalen in China, glaube ich, gemacht werden. Alles ein bisschen komisch, aber so kann ja sein, dass die vielleicht in Vietnam hergestellt wurden, die kleinen Schuhe. Was weiß ich. Und da sieht man auch, dass die ganzen Blueprints, die ganzen Blaupausen um die ganze Welt gehen. Sprich, die in Vietnam, also in der Fabrik, wenn die jetzt hergestellt haben, die könnten den jetzt einmal größer ziehen und wissen halt auch, wie der funktioniert. Könnten davon auch ein gutes Replika machen. So viel dazu. Weil viele sagen, ja, wie können die Schuhe denn so gut sein im Replika? Auch hier, guck mal, eine super Qualität, wenn ich hier drücke. Das fässt sich super an. Auch hier alles von der Qualität super. Das ist der Reverse Mocker für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Und das sieht schon wirklich toll aus. Auch hier wirklich ganz klein, ganz süß. Das ist schon wirklich toll. Auch von der Qualität in drin. Ist halt ein normaler. Ja, das sieht süß aus. Wie gesagt, ich dachte mir, das einfach so so dekomäßig, das steht so im Schrank. Wie gesagt, man kann sie natürlich auch jemanden anziehen. So ist nicht, aber in dem Alter wachsen die so schnell raus, dass ich das schon fast ein bisschen schade finde. Denn, aber dann kann man sich die halt danach ins Regal stellen. Das geht natürlich auch. Ja, der Schuh ist ein bisschen anders als das Original. Also ich glaube auch, dass das beim Original halt so ist. Also ich sage,
also anders als das große Modell, also von dem Prince her, obwohl, nee, das ist schon ziemlich ähnlich, das ist, nee, das ist genauso, aber das, ja, das ist so klein, dass es so anders aussieht, aber der Print ist genauso wie im Original, so leicht, ja, so leicht reflektierend ist das hier, also das ist schon eine sehr interessante Sache, also alles genauso wie beim Original, auch, also alles genauso wie beim großen, bloß in ganz klein, das muss man schon sagen. Also, sieht super aus. So viel dazu. Und dazu noch einen wunderschönen kleinen Karton. Und der auch genau in der Größe ist. Das ist schon wirklich eine super Sache. Check das aus. Link dazu in der Videobeschreibung. Steenfashion.co. Wunderschönen Tag noch, meine Freunde. Und ciao. Und schreibt mal, was ihr davon hält, von der Idee, das einfach als Deko zu verwenden.